Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche, allerdings Sneaker Edition. Nice Sneaker am Start, wir fangen an, los geht's. So, Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht und 10 Varianten rausgesucht von ziemlich, ziemlich coolen Sneakern, die es gerade aktuell gibt. Für mich auch so relativ Sommersneaker, aber es sind Sneaker, die schon ein bisschen spezieller sind und finde ich persönlich, gerade den Zahn der Zeit sehr gut treffen. Dementsprechend habe ich 10 Varianten ausgesucht. Ich will gar nicht lange rumreden, denn wir fangen an mit dem ersten Paar und los geht's. So Leute, das erste Paar habe ich gefunden bei N-Closing und zwar ist das der Vans Bolt NE von Root. Ist ein sehr, sehr cooler Schuh, ratzfatz auch ausverkauft, es gibt den noch in einer Größe. Ich habe ihn allerdings mit reingenommen, weil ich den Schuh generell, diesen Vans Bolt, eigentlich ganz cool finde. Ist eine coole Alternative zum Oldschool und der ist gerade auch ziemlich gut im Hype, meiner Meinung nach. Und hier noch in der roten Variante, den gab es in Rot. Weiß von Root, dann in Schwarz-Weiß und in Blau. Falls ihr euch für den Schuh interessiert, ihr findet die zum Beispiel noch auf eBay oder StockX etc., könnt ihr sowas noch bekommen. Allerdings die zum Retail-Preis, allerdings nur noch bei N-Closing habe ich den gefunden für 109 Euro und dann nur noch in einer Größe. Deswegen habe ich die Variante 2 mit reingenommen und das ist schon direkt der zweite Schuh und zwar der Standard Vans Bolt, den es bei Vans selber gibt auf der Seite. Es gibt verschiedene Farben, hier wie ihr seht, hier in verschiedenen Mustern etc. Der Schuh ist ziemlich, ziemlich nice und größentechnisch findet ihr auch noch alles für 85 Euro. Wie gesagt, die Root-Variante sieht noch ein bisschen cool aus, finde ich persönlich. Allerdings ist der auf jeden Fall eine nice Alternative. Was das Coole ist bei Vans ist zum Beispiel, ihr könnt hier oben, seht ihr es, auch Custom Vans machen. Den Bolt zum Beispiel nicht, aber den Old School, der Authentic etc. könnt ihr für kleines Geld wirklich genau so machen, wie ihr machen wollt, also von Farben, Materialien, ob es jetzt Wildleder ist oder Stoff oder Glattleder etc. Da könnt ihr echt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Die sind natürlich dann wieder ein paar Euro teurer, die kosten glaube ich so um die 110 Euro dann, aber ich sag mal für einen Schuh, der in Anführungsstrichen einmalig ist, quasi euer Schuh, ist das eigentlich eine coole Variante und ich finde auch voll noch im Rahmen. Deswegen, die ersten zwei Paare sind auf jeden Fall der Vans Bolt, in dem Fall hier von der Root-Variante oder halt eben von Vans selber, der Standard. Ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, finde ich sehr nice und deswegen, das sind die ersten beiden. So, machen wir weiter mit dem nächsten Paar und das nächste Paar, es darf natürlich auch nicht fehlen, ein Air Force. Ich habe jetzt hier einen relativ spezielleren Air Force rausgesucht und zwar ist das der Vans, der Nike Air Force 07 in der Craft Edition. Was macht den Schuh jetzt so besonders? Ihr habt hier hinten an der Ferse noch so ein bisschen Wildleder und ich gehe mal davon aus, dass er noch ein bisschen hochwertiger verarbeitet ist als der normale. Deswegen kostet er auch 120 Euro, aber ich finde es sehr, sehr nice, sehr schöner, cleaner Schuh. Und dementsprechend auch hier findet ihr fast noch alle gängigen Größen bei Soulbox. Deswegen denkt dran, alle Links sind unten in der Infobox und dementsprechend habe ich das mit reingenommen, weil ich ihn eigentlich cool finde. Der Air Force, wie gesagt, viele Leute finden den Schuh gut. Ich habe ihn zuletzt auch für mich entdeckt und dementsprechend checkt das ab bei Soulbox, gibt es den fast noch in allen Größen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Schuh. Und der nächste Schuh ist für mich ein sehr, sehr cooler Sommerschuh und zwar der Converse Chuck. In dem Fall jetzt hier habe ich den gefunden bei foodshop.eu oder foodshop.de gibt es das zum Beispiel auch. Die haben sehr, sehr coole, die haben auch, hier findet man zum Beispiel auch als kleiner Tipp mal Vans etc., die es woanders nicht mehr gibt. Und ich finde die mit diesem Peace-Logo eigentlich ziemlich nice für den Sommer. Generell ist natürlich so ein Musterschuh immer Geschmackssache, aber ich finde ihn echt nicht schlecht in dieser Creme-Variante mit dem Peace-Logo drauf, in High-Top. Finde ich ihn auf jeden Fall nice, deswegen habe ich ihn mit reingenommen, ist mal was anderes und ich denke, der ist zu Recht auch in diesen 10 Paar Schuhen mit reingekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr hierauf noch Rabatt bekommt, ich glaube leider nicht, weil es sind nur ausgewählte Artikel, aber ihr könnt den Shop auf jeden Fall auch mal abchecken, die haben sehr, sehr coole Sachen, auch wieder unbezahlte Werbung etc., ist gar keine Werbung, sondern nur ein Tipp, weil ich kenne nicht so viele, die diesen Shop kennen und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab. So, ich habe natürlich auch was für die klassischere oder mehr Casual Variante mit reingenommen und da finde ich persönlich, kann man mit einem Common Projects nichts verkehrt machen. Die gibt es aktuell bei N-Closing im Sale, verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier einfach mal diese cremefarbene Variante mit reingenommen, die es in ein paar Größen noch gibt. Um die 100 Euro reduziert.
finde ich eigentlich, ich habe selber zwei Paar, ich glaube, ich habe sogar die Farbe auch am Start oder ziemlich ein ähnliches Cremefarben, vielleicht eine Saison oder zwei Saisons davor, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schuh. Achtet nur darauf, dass er von Anfang an passt. Ich habe ein Paar, das passt perfekt und ich habe ein Paar, das drückt. Die sind beide die gleiche Größe, die sehen beide komplett gleich aus. Wie gesagt, bei mir, ich gehe davon aus, dass es ein Materialfehler ist, aber sowas müsst ihr dann einlatschen, denn bei und dann könnte das Ganze auch noch bequem werden, aber generell sollte der Schuh von Anfang an einfach gut sitzen. Und ja, bei Endclosing findet ihr von Common Projects auf jeden Fall verschiedenste Varianten. Es geht jetzt nicht nur um den hier, checkt das ab, falls ihr sowas sucht. Und der Common Projects ist eigentlich ein sehr, sehr cleaner Schuh. Natürlich kriegt ihr diese Schuhsilhouette von verschiedenen Marken mittlerweile nachgemacht, sehr clean gehalten. Allerdings, ich sag mal, man zahlt ja auch für eine Marke. Dementsprechend dachte ich, ich nehme einfach mal einen hochwertigeren, cleanen Schuh mit rein. Common Projects, wie gesagt, sehr, sehr nice Schuhe. So, machen wir weiter zu einem, ich sag mal, Street-Style-Runner. Und zwar der Adidas Young Hearn. In dem Variante hier jetzt in so einem, auch in so einem helleren Ton-Variante. Den gibt es aktuell bei Adidas. Runtergesetzt auf 68 Euro. Sehr, sehr nice. Größentechnisch, wie ihr seht, auch noch alles Wichtige am Start. Und ist ein sehr, sehr cooler Schuh, sehr bequem. Und falls ihr sowas sucht, checkt auf jeden Fall den Schuh ab. Der ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Ich habe den auch bei Zalando gesehen, aber da gab es den nur noch in einer Größe. Deswegen habe ich den jetzt auf der Adidas-Seite selber nochmal gefunden. Wie gesagt, ist ein sehr cooler Schuh. Ist allerdings die 96-Variante. Den gibt es auch noch als Young Hearn 1. Da ist auch sehr nice. Wie gesagt, checkt das ab. Es gibt im Moment wirklich sehr, sehr nice Sale-Varianten von verschiedensten Schuhen. Ich habe auch viele Schuhe einfach nicht mit reingenommen, aber auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall nicht schlecht, deswegen habe ich ihn mit am Start. So, machen wir weiter mit dem nächsten Schuh und das ist für mich im Moment die schönste Dead Sneaker Silhouette für mich persönlich und das ist der Gant Nice Will heißt der, glaube ich. Der ist gerade auch reduziert. Den gibt es bei Zalando und ich habe den selber, ist ein sehr, sehr cooler, bequemer Schuh, muss ich zugeben. Sieht sehr schön aus und in dem Fall gibt es ihn in drei Colorways, allerdings gefällt mir der Colorway, dieses cremefarbene mit der dunklen Sohle eigentlich am besten. Für 75 Euro finde ich auch echt nicht schlecht. Größentechnisch ist nicht mehr allzu viel da, aber dementsprechend, ich weiß auch gar nicht genau, warum die anderen Größen ein bisschen teurer sind. Aber in dem Fall, checkt das auf jeden Fall ab. Wirklich für mich mein Favorite Dead Sneaker, der Gant Nice Will. Wie gesagt, ich habe den in einer Farbe und dementsprechend sehr, sehr cooler Schuh. Eine dicke, dicke Empfehlung. So, kommen wir zu den letzten drei Schuhen. Die letzten drei Schuhe sind auf jeden Fall Hype-Schuhe. Also wirklich Schuhe, die, wo ihr schnell sein solltet und die relativ schnell ausverkauft sein werden. Die es jetzt gerade aktuell noch gibt, aber zum Beispiel in manchen Shops sind die schon weg. Dementsprechend seid ihr wirklich schnell. Und zwar gibt es den Jordan 1 in Low. Hier seht ihr jetzt einfach mal eine Variante, die es nur noch in einer Größe gibt. Der kommt dem Nike SB Dunk sehr relativ nah. Und der SB Dunk ist im Moment sowieso so von Nike mit der gehypteste Schuh, der überall auch krass ausverkauft ist. Es gibt die nur noch teilweise im Resell-Bereich. Und wie gesagt, ein sehr, sehr cooler Schuh, der Jordan 1 Low. Hier in dieser schwarz-grauen Variante, schwarz-weiß-grau, nur noch in 45,5, aber ich habe natürlich noch eine Alternative, beziehungsweise zwei Alternativen ausgesucht, und zwar gibt es den in All White bei JD Sports, in wirklich nicen Größen noch am Start. Sehr, sehr cooler Schuh, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut, gerade dieses All White, gerade Low-Variante. Ich finde natürlich, man sagt natürlich, der Jordan 1 in High oder in Mid, eher gesagt noch in High ist noch cooler, aber ich finde für den Sommer diese Low-Top-Sneaker sind mehr und mehr im Kommen, beziehungsweise mehr und mehr in. Und gerade da diese Nike SB Low, SB Dunk Low-Varianten sehr gefragt sind, kommt dem Schuh sehr, sehr nahe. Und auch hier müsstet ihr schnell sein, denn ich denke, das wird ratzfatz ausverkauft sein. So, und dann kommen wir nämlich zur letzten Variante. Und da habe ich noch einen Air Force Low gefunden. Und zwar den Air Jordan 1 Low in dieser Variante hier, in diesem originalen Colorway, in diesem Rot, Schwarz, Weiß. Der hat auch bestimmt einen ganz bestimmten Namen. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf. Aber es gibt ihn noch in ein paar Größen, gerade aktuell bei Nike. Wirklich, auch da müsst ihr ratzfatz schnell sein. Der Schuh wird wirklich, wirklich extrem schnell ausverkauft sein. Und dann kriegt ihr es nur noch über die Reseller und dann wird es teurer. Sehr cooler Schuh, muss ich sagen. Rot ist natürlich nicht jedermanns Sache am Fuß, aber diese Nike Jordan 1er, egal ob es ein High oder ein Low sind, sind in diesen Colorways auf jeden Fall sehr gefragt. Wie gesagt, seid da schnell und das waren jetzt die 10 Schuhe, die ich rausgesucht habe.
Ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze natürlich gefallen. Das war es an der Stelle auch wieder. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Like dazu lassen und ein Abo. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, denn ich habe ein cooles Package mir zukommen lassen. Das werde ich mit euch zusammen auspacken, die Sachen anprobieren. Das wird in dem nächsten Video kommen und dementsprechend. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Peace, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.